Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video auf jeden Fall geht es nochmal um die zukünftigen GTA 5 Online Updates, wann diese kommen sollen, was kommen wird und wie das generell mit GTA 5 Online weitergehen soll. Ich hatte vor einiger Zeit, circa 2-3 Wochen, schon einmal ein Video gemacht, wo es auch um die Zukunft von GTA 5 und GTA 5 Online geht, im Vergleich noch mit einem anderen Spiel, mit Everywhere. Wer es noch nicht gesehen hat, soll es auf jeden Fall mal abchecken, und dieses Video ist so eskaliert. Es hat innerhalb von einer Woche über 70.000 Klicks gehabt. Danke auf jeden Fall dafür, richtig krasse Sache auf jeden Fall. Und dort, weil das Video so viel Arbeit war, hatte ich so einen Wunsch-Ziel, keine Ahnung, aufgestellt von 100 Likes. Wir sind einfach bei 3.000 fast. Das ist so krass. Danke auf jeden Fall an der Stelle dafür. Also wäre es auf jeden Fall auch ziemlich krass, wenn wir auf diesem Video hier die 50 Likes schaffen würden. Wäre auf jeden Fall eine echt geile Sache von euch. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Um das, was ich gleich alles erzählen werde, verstehen zu können, müssen wir erstmal nochmal ganz kurz nach 2016 zurückreisen. Ich weiß, es ist schon ewig her, kaum einer erinnert sich noch dran, aber wir müssen nochmal kurz vor das Import- und Export-DLC reisen sozusagen. Und zwar hatte damals ein bestimmter Mensch, Typ, wie auch immer, mit dem Namen Rockstar Faggot in einem GTA 5 Forum einige Dinge gepostet über das Import- und Export-Update. Also vor dem ganzen Update schon Dinge geleakt, die andere noch gar nicht wussten, beziehungsweise die noch gar nicht veröffentlicht waren. Er meinte zum Beispiel in seinem Post, dass es ein Rocket Car geben soll, dass es ein fliegendes Auto geben soll, also den Kit sozusagen. Und es hat ihm damals einfach niemand geglaubt, weil die Sachen einfach überhaupt nicht in das Schema von Rockstar gepasst haben, da die Autos ja immer ziemlich realistisch eher waren. Und so ein Rocket Car oder Kit oder so, das ist ja alles jetzt nicht so das Realistischste. Jetzt wurde es dann in der letzten Zeit ziemlich ruhig um diesen Leaker. Somit haben viele gedacht, dass er nun ein Mitarbeiter von Rockstar war und Rockstar das Ganze herausgekriegt hat, wer das war, und ihn sozusagen gefeuert hat oder irgendwie ermahnt hat, was weiß ich. Tatsache ist an der Stelle auf jeden Fall, dass dieser Mann sich jetzt endlich wieder gemeldet hat, und zwar hat er einen Post auf Tumblr diesmal veröffentlicht. Dieser Post wurde extrem schnell wieder gelöscht, allerdings haben sehr bekannte Modder wie Jan2295 und auch noch andere das Ganze mitbekommen, und jetzt reden sie darüber. Drei verschiedene sehr bekannte Modder haben inzwischen ihre Meinung zu diesem Post abgegeben, und das Gute für uns auf jeden Fall ist, dass alle drei sich sehr ähnlich sind in ihrer Meinung, was natürlich sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze so vorkommt in GTA 5 Online in Zukunft, ziemlich wahrscheinlich ist. Und zwar hat Jan2295 auf Twitter das Ganze dann nochmal wiedergegeben, und jetzt wiederum in einem anderen GTA-Forum hat ein anderer Leaker bzw. Modder, Funny Panda heißt der ganze Typ, das Ganze mal ein bisschen kommentiert. Und zwar hat er am 14. Februar dazu geschrieben: "Nothing huge is planned, what Jan said is true. That's why events are extended for 2 weeks, even this new event. Yes, they said more updates planned for 2017, but it won't be huge." Für die, die jetzt nicht so begabt sind in Englisch, übersetze ich das Ganze mal ganz kurz. Also er stimmt auf jeden Fall Jan in diesem Post zu. Ihr wisst zwar noch nicht, um was es genau geht, aber er stimmt ihm auf jeden Fall schon mal zu. Und er sagt auch, es werden zwar noch Updates in 2017 kommen, allerdings werden diese nicht besonders groß sein. Nehmen wir aber diesen ganzen Post mal Stück für Stück ganz entspannt auseinander. Erstmal sagt er ja, es wird nichts groß geplant, was ja Jan auch sagt, und da stimmt er ihm erstmal zu. Das ist natürlich jetzt erstmal blöd, denn so ein Riesen-Update wie zum Beispiel das Import-Export oder Heist oder sowas, das sind natürlich immer die geilsten Updates. Über die freut man sich, denke ich, an meiner Stelle auf jeden Fall am meisten, als immer diese kleinen, diese Lowrider-Updates. Gut, die haben viele Funktionen mit reingebracht, das stimmt schon. Und die Lowrider-Fans waren bestimmt auch glücklich, aber das waren irgendwie so langweilige kleine Updates, weißt du? Das sind ein, zwei Tage und dann ist das Ganze wieder langweilig. Das Import-Export-Update kann man ruhig noch ein paar mehr Tage zocken, und somit ist das auch wesentlich besser. In der nächsten Zeile begründet er das Ganze auch, und zwar schreibt er dort, dass deswegen auch die Eventwochen immer 2 Wochen gehen und nicht wie sonst immer 1 Woche. Dort will auf jeden Fall Rockstar schon mal anfangen, irgendwie die Updates so ein bisschen runterzuschrauben, also es soll jetzt weniger Neues kommen, soll alles ein bisschen ruhiger sozusagen angegangen werden. Und wenn sie nämlich jede Woche Neues rausballern sollen, eine neue Eventwoche, müssen ja auch wesentlich mehr Leute daran arbeiten als alle 2 Wochen.
Deswegen ist es natürlich auch ein blödes Zeichen für uns natürlich als Community, dass Rockstar anfängt, weniger Updates zu planen bzw. weniger Updates veröffentlichen zu wollen. In der letzten Zeile schreibt er dann aber auch noch, dass natürlich noch weitere Updates für 2017 geplant sein sollen. Diese Updates sollen aber nicht besonders groß werden. Das Huge, also groß, ist auf jeden Fall aber in Anführungszeichen. Was das bedeutet, bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht meint er damit nicht so groß wie das Heist-Update oder solche Updates, aber auch immer noch so vielleicht wie das Import und Export, wenn wir viel Glück haben. Denn das Import und Export-DLC war zwar geil, aber es waren ja auch schon viele Sachen von vornherein im Spiel integriert, wie das Büro und so die, an sich die Spielmechanik. Das mit den Spezialfrachtmissionen ist ja im Prinzip das gleiche, nur dass man halt Spezialfracht abholt und keine Autos. Ich hoffe natürlich an der Stelle, dass das Ganze nicht so sich bewahrheitet, sondern dass wir weiterhin riesige Updates für GTA 5 online erwarten können, aber leider sind diese Quellen meistens ziemlich zuverlässig, was in diesem Fall jetzt natürlich schade wäre. Aber die Frage ist halt an der Stelle, wieso sollte Rockstar die Updates immer weniger werden lassen? Rockstar verdient sich ja dumm und dämlich an den Charcards, die immer bei neuen Updates von GTA 5 Online gekauft werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in irgendeinem Video hatte ich gesehen, dass Rockstar durch die Charcards im Jahr noch über 500 Millionen Dollar macht, was eine gigantische Zahl ist und das ja ohne, also mit kaum Produktionskosten. Ich bin mir nicht sicher, ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, ich meine nur, ich hätte es irgendwo gehört. Aber der wahre Grund ist natürlich, dass die Rockstar-Mitarbeiter zurzeit an anderen Spielen arbeiten. Die Hälfte von den verfügbaren Rockstar-Mitarbeitern arbeiten nämlich an Red Dead Redemption 2, was ja jetzt im Herbst veröffentlicht werden soll, laut Trailer. Dann natürlich den Viertel an GTA 6 und noch das letzte Viertel sozusagen an den Updates für GTA 5 Online. Aber was heißt es denn jetzt konkret? Wir werden auf jeden Fall in Zukunft noch GTA 5 Online Updates erwarten, allerdings werden diese nicht so groß sein wie bisher. Ich denke mal, wir werden immer mal wieder neue Autos, neue Gegnermodi, neue Waffen, irgendwie sowas bekommen, aber halt jetzt nichts Revolutionäres wie die Heists oder damals das mit den CEO-Missionen. Sowas wird, denke ich mal, nicht noch einmal leider vorkommen. Das nächste Update allerdings, was wir bald erwarten können, darüber müssen wir nämlich jetzt noch reden, wissen wir noch gar nicht, was es werden können. Bin ich ganz offen. Allerdings wissen wir schon auf jeden Fall ein Datum, beziehungsweise es ist nicht auf jeden Fall, aber ein höchstwahrscheinliches Datum, wann wir dieses Update erwarten können. Und hier ist es auf jeden Fall der 7. März. Es ist nicht, natürlich nicht zu 100% sicher, aber viele gehen davon aus bestimmten Gründen. Und zwar soll ja am 7. März die Charakterübertragung, sprich die Unlock-All-Möglichkeit, wegfallen. Es gibt natürlich dann noch weiterhin Möglichkeiten, wie man Unlock-Alls übertragen kann. Dazu aber in einem anderen Video. Jedenfalls fällt da diese Möglichkeit auf jeden Fall weg, Charaktere von der PS3 und der Xbox 360 auf die Next-Gen, also PS4, Xbox One und den PC zu übertragen. Wenn wir mal in den Kalender reinschauen, sehen wir, dass der 7. März auch ein Dienstag ist. Und was sagt uns das Ganze? Richtig, Updates von GTA kommen immer dienstags. Außerdem muss ja diese Möglichkeit aus dem Spiel komplett rausgepatcht werden. Das heißt, es kommt auf jeden Fall ein Update, also ihr werdet auf jeden Fall was runterladen müssen. Und wieso sollte man da nicht einfach das Ganze mit einem neuen Update verknüpfen? Somit müsste man sich nicht zwei Tage später wieder was herunterladen. Welches Update jetzt konkret kommt, können wir natürlich noch nicht sagen. Viele hoffen auf ein Polizei-Update, andere hoffen auf ein Tuner-Update und es ist wirklich unnormal unterschiedlich. Zurzeit, es gab ja Zeiten, da waren alle auf ein Update gehypt, sozusagen auf einen Heist-Update, waren ja alle richtig drauf gehypt und so. Jetzt so langsam verstreut sich das Ganze, die Wünsche gehen auseinander, die einen wollen eher in die Tuner-Richtung gehen, die anderen wollen eher in die Luxus-Richtung gehen. Das unterscheidet sich im Moment wirklich unnormal. Allerdings sind wir uns bestimmt alle einig, dass wir weiterhin Updates für GTA 5 und GTA 5 Online haben möchten. Es gab ja auch vor einiger Zeit mal diese Liste mit diesen allen geleakten Updates, die noch kommen sollen. Und wenn ihr meine ehrliche Meinung jetzt nochmal haben möchtet, ich denke nicht, dass das Ganze sich noch bewahrheiten wird. Einfach nur an den Anzeichen von Rockstar hin. Es wäre natürlich mega blöd und es haben auch lange Zeiten alle Anzeichen dafür gesprochen. Zum Beispiel der erste Punkt von dieser Liste mit dem Biker-Update wurde ja bewahrheitet. Somit wurde ich damals auch ziemlich zuversichtlich, dass das Ganze auch weiterhin stimmen könnte. Allerdings ist das Ganze nun mal nicht der Fall und im Moment die Fakten sprechen einfach dagegen. Ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass in den nächsten Tagen noch mehr Infos zu dem nächsten Update von GTA 5 Online
dazukommen werden und dass wir noch weiterhin mehr Informationen, Trailer oder irgendwas jetzt in den nächsten Tagen einfach mal bekommen, denn wenn am 7. März ein größeres Update nochmal kommen würde, was uns wirklich hypt, zum Beispiel das Polizei-Update oder so, wäre das natürlich auf jeden Fall saugeil. Vor anderen Updates zum Beispiel hatten wir immer mehr Informationen, also von den Nacht-Updates wussten wir schon locker eine Woche vorher, dass es kommen wird und jetzt einfach, ja, kommt einfach ein Update und wir haben keinen Trailer vorher, was natürlich immer blöd war, weil es waren immer ganz coole Videos. Ich habe so donnerstags kam der Trailer meistens, habe ich Schätzungen gemacht, es waren echt coole Videos, das ist ja leider nicht mehr. Das heißt, die Updates werden immer kurzfristiger von Rockstar zu der Community hin. Naja, aber das war's dann jetzt auch einfach mal für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall doch mal ein Like da. Falls ihr neu sein solltet, lasst auch mal ein Abo da. Und ich sehe gerade, ich bin einfach über 10 Minuten gekommen, ohne das geplant zu haben. Also ich habe das Video jetzt nicht irgendwie gestreckt oder sowas mit Absicht. Ich habe einfach nur gelabert und bin über 10 Minuten. Also was will ich denn mehr? Also lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und einen Kommentar, falls ihr irgendwie noch Bock drauf habt. An der Stelle bin ich jetzt einfach mal raus. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag Update. Wer nicht weiß, um was es dabei geht, am Ende von jedem Video sage ich einen Hashtag und das könnt ihr mir dann einfach mal in die Kommentare schreiben, damit ich mal weiß, wer wie lange guckt. Mal gucken, ob wir mindestens 10, 15 Leute schaffen, die bis jetzt geguckt haben. Ich meine, es sind jetzt über 11 Minuten und ich denke, da haben schon viele weggeschaltet. An der Stelle bin ich jetzt aber wirklich mal raus. Habt doch einen geilen Tag, zockt ein bisschen GTA. Jetzt in der Endcard kommt ihr noch zu anderen Videos, die ich euch empfehle, beziehungsweise YouTube euch empfiehlt. Und damit bin ich jetzt raus. Ciao. Haut rein. Peace.